Und Tatjana Ohm zugeschaltet aus Kiew. Wir haben es gesehen in dem Beitrag, Tatjana. Natürlich auch viele ukrainische Soldaten sterben da Tag für Tag in Bachmut. Wie stark steht Präsident Selenskyj da für seine Taktik inzwischen tatsächlich in der Kritik? Ist ein bisschen schwierig einzuschätzen. Wir haben im Beitrag ja gehört, diese Militäranalysten, da sind auch einige Militärjournalisten dabei, die eben in den letzten 48 Stunden sich da kritisch geäußert haben und diese Taktik eben dann doch so ein bisschen in Frage gestellt haben. Wir haben letzte Woche ja auch Gelegenheit gehabt, mit zwei Soldaten zu sprechen, die gerade erst zurückgekehrt waren von der Front. Die haben zum Beispiel gesagt, wir müssen das unbedingt und auf jeden Fall halten. Und wir hören heute ganz frisch aus dem Präsidentenpalast, dass es dort wieder eine Zusammenkunft gegeben hat von Präsident Selenskyj mit seinen obersten Militärs und dass man dort einhellig und einstimmig gesagt hat, dass man eben Bachmut weiterhin verteidigen will und dass man es weiterhin schützen will, zumindest die Bereiche, in denen man überhaupt noch ist. Wir hören parallel dazu aber eben auch, dass die Wagner-Truppen in einigen Bereichen weiter nach vorne kommen und dass aber wiederum auf der Gegenseite, wie wir es im Beitrag eben auch gehört haben, weitere Truppen zusammengeführt werden. Ganz, ganz schwierig einzuschätzen im Moment, was da in den nächsten Tagen passieren könnte. Ob die Ukraine im Prinzip dabei bleibt, einfach nur zu verteidigen und zu versuchen zu halten, was man hat und dadurch eben auch der russischen Seite noch mehr Verluste hinzuzufügen oder ob man möglicherweise eben doch daran arbeitet, sich geordnet zurückzuziehen, weil Rückzug klingt ja immer so ein bisschen lapidar, aber einen vernünftigen Rückzug hinzubekommen, auch dafür bedarf es eben einiger Vorbereitung. Aber wie gesagt, offiziell ist hier absolut nicht die Rede von Rückzug, auch wenn das kritisiert wird von einigen Stellen. Offiziell ist die Haltung von Selenskyj und seinen obersten Militärs, wir bleiben, wo wir sind, wir versuchen zu halten und wir versuchen, dem Feind so viel Verluste wie nur möglich weiter hinzuzufügen. Unser Fernsehsender Welt versorgt Sie rund um die Uhr mit den aktuellen Nachrichten und Hintergrundberichten. Hier beleuchten wir die wichtigsten Themen des Tages und ordnen das Geschehen für Sie ein. Wie Sie uns im TV finden können? Ganz einfach. Indem Sie den Sendersuchlauf an Ihrem Fernseher starten, eine Anleitung finden Sie hier oben verlinkt. Zusammen mit einer Erklärung, wie Sie uns dann über Kabel, Satellit, Streaming, IPTV empfangen können. Hallo und ganz herzlich willkommen hier bei Welt. Wenn ihr mehr News aus unserem Team wollt, dann müsst ihr einmal hier klicken. Wenn ihr auf der Suche seid nach spannenden Dokus, starken Reportagen, dann geht's hier entlang. Und wenn ihr Welt abonnieren wollt, neu entdecken wollt, dann einmal hier klicken.